Nach der aufreibenden Let's Dance Staffel genießen derzeit viele der Tanzprofis einen wohlverdienten Urlaub, darunter auch das Paar Patricia und Alexandru Ionel. Patricia hatte dieses Jahr großes Pech, denn Hardy Krüger Junior, mit dem sie bei Let's Dance antrat, konnte wegen einer Corona-Infektion keine Ausscheidungsshow bewältigen und musste schon nach der Kennenlernshow das Handtuch werfen. In einer Sendung vertrat Patricia dann ihre ebenfalls erkrankte Kollegin Malika Tschumev und tanzte mit Timo Ölker, aber damit war das Kapitel Let's Dance 2022 für sie auch schon abgeschlossen. Nun zeigte sie sich bestens gelaunt mit ihrem Partner Alexandru am Strand, die beiden ließen sich in einer Tanzpose ablichten. Was sofort auffällt, Patricias heftiger Sonnenbrand an Po und Beinen, während sich die Follower besorgt zeigen. Teilt eine Let's Dance-Kollegin einen Seitenhieb aus. Patricia Ionel schockt mit Sonnenbrandfoto. Patricia selbst hat das Bild bereits mit dem Hashtag Raute-Poverbrand versehen, ist aber trotzdem im Urlaubsmodus und lässt sich die gute Laune nicht vermiesen. Krass, was ein Sonnenbrand, schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren, während eine andere meint, ich habe schon Schmerzen, wenn ich diesen Sonnenbrand sehe. Kein Wunder, dass Sonnenbrand am Po besonders schmerzhaft sein muss. Kann man sich leicht ausmalen. Eine Userin, die medizinisch bewandert ist, schlägt mit Blick auf das Thema Hautkrebs sogar Alarm, als medizinische Fachangestellte beim Hautarzt gefällt mir das Bild nicht so. Isabel Edvardsson mit Seitenhieb gegen Let's Dance-Kollegin. Daneben meldet sich mit Isabel Edvardsson eine Let's Dance-Kollegin zu Wort, die etwas Humor in die Diskussion bringt. Sie kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und verweist dabei auf Alexandrus Badehose, die ein auffälliger Flamingo ziert. Isabels Fazit lautet, das Thema Flamingo nimmst du aber sehr ernst. Damit spielt sie natürlich auf Patricias nunmehr rote Körperstellen an, die sie offenbar an einen Flamingo erinnern. Zumindest Alexandru nimmt den Vergleich mit Humor, er hat Isabel nämlich schon Folgendes geantwortet, ich war ja noch nie da, wenigstens die Klamotten dann.